Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute wollen wir uns das erste Protokoll anschauen, also das erste offiziell richtige Protokoll in dieser Serie. Und zwar geht es um EAP, das Extensible Authentication Protocol. Ich will euch hier nur eine kleine Einführung dafür geben, denn das Ding ist unglaublich mächtig und ist für den modularen Austausch von einzelnen Algorithmen zuständig. Das heißt, ich kann sagen, hey, ich möchte mich jetzt hier mit S-Key, also zum Beispiel dem, was ihr gerade seht, authentifizieren. Oder, hey, ich möchte mich lieber mit PHP authentifizieren. Da hat sozusagen der Client dann die Möglichkeit zu entscheiden, was er möchte. Und vom Server gibt es einfach nur eine Auswahl an verschiedenen Algorithmen. Okay, also das heißt, wir können jetzt hier erstmal schreiben, EAP sozusagen erstmal uns ausdenken. Und zwar gibt es da mehrere Formate. Es gibt sozusagen vier Nachrichten oder vier spezielle Nachrichten, die zu diesem Protokoll EAP gehören. Und zwar gibt es erstmal, ich kopiere mir das hier mal, diese beiden. So, zieh mal hier runter. Okay, und zwar das erste, was wir hier haben, ist eigentlich, ich mache mal hier noch ein bisschen mehr Platz rein, damit wir hier auch wirklich... Ups, das wollte ich nicht. Okay, wir wollen hier nämlich möglichst viel Platz dazwischen haben. Und ja, was wir jetzt hier machen können, ist logischerweise, wir müssen erstmal uns authentifizieren wollen. Das heißt, wir schicken erstmal hin, hey, wir wollen uns authentifizieren. Das hatten wir schon ein paar Mal gesehen, da ändert sich eigentlich nicht wirklich was dran. Nur, dass wir das Ganze jetzt hier ein bisschen anders nennen. Und zwar wird das Ganze jetzt hier ein EAP-Authentifizierungswunsch sein. Das heißt, wir haben hier einfach verschiedene Nachrichten. EAP-Out-Wunsch nenne ich das Ganze jetzt mal. Authentifizierungswunsch heißt es ausgeschrieben. Und das ist jetzt eine spezielle EAP-Nachricht. Dazu würde ich euch ganz kurz mal hier unten den kompletten Block aufschreiben, was da tatsächlich in einer EAP-Nachricht alles drinsteht. Und zwar vorne steht der Code, dann gefolgt von der ID, zu der gleich mehr, dann die Länge, anschließend kommt ein sozusagen komplett neuer Block, Typ und Data oder Daten, wie auch immer ihr es haben wollt. So, und was genau das jetzt ist, in diesem Code drin steht einfach nur, was für einen Nachrichtentyp wir haben. Das heißt, da gibt es zum Beispiel den EAP-Authentifizierungswunsch. Das wäre ein Typ. Dann gibt es den EAP-Request, heißt das ganze Ding. Schreibe ich jetzt auch gerade mal hin. Ich schreibe jetzt EAP nicht mehr hin, weil wir reden die ganze Zeit über EAP. Deswegen braucht man das jetzt nicht jedes Mal neu hinschreiben. Also der Request. Dann die sogenannte Response. Was das ist, komme ich sofort drauf. Einmal ganz kurz Response reinschreiben, damit auch alle folgen können. So, und was versteht man jetzt unter Request und Response? Das ist das, was ich gerade schon erwähnt habe. Hier sagt der Server, hey, ich möchte, dass du dich jetzt bitte mit folgenden Modulen authentifizierst. Also Modul S-Key, Modul PAP, Modul CHAP und so weiter. Und die Response sagt dann, also hier gibt es quasi die Auswahlmöglichkeit, die der Server bereitstellt. Also der Server sagt, du kannst wählen zwischen S-Key und PHP. Und dann kommt der Client und sagt, ich wähle S-Key. Und dann sagt der Server, okay, dann authentifizier dich mal. Und dann kommt der sogenannte Modul-Request. Das ist auch ein Code, also das Ganze hier, die ganzen Dinger werden einfach über verschiedene Codes eingeleitet. Das heißt, wir haben hier vorne einfach drin stehen, ist ein Out-Wunsch, ist ein Request, ist eine Response, ist ein Modul-Request oder was auch immer. Also Modul-Request. Ups. Und dann haben wir hier noch eine Modul-Response, logischerweise. Wenn es einen Request gibt, gibt es auch meistens eine Response. So. Und das sind dann auch schon wirklich alle Datentypen, die so richtig wichtig sind. Es gibt extrem viele Erweiterungen, deswegen auch Extensible Authentication Protocol. Die könnt ihr euch ganz gerne im offiziellen Standard durchlesen, der ist ganz gut. Und ja, das sagt mir sozusagen, was der Code hier vorne ist. Jetzt hier, was diese Modul-Requests sind, das ist dann zum Beispiel für CHAP hatten wir, nee, für S-Key hatten wir hier oben Challenge war N und der Client hat dann n-1 zurückgeschickt, also das, was hier anstelle n-1 steht. Nicht die Zahl n-1, sondern das, was hier drüben dann anstelle n-1 steht, hat der Client zurückgeschickt. Das ist der, also die Challenge n wäre dann der Modul oder das Modul oder Modul Request generell einfach.
Und hier N-1, also quasi der Hashwert vom Hashwert vom Hashwert und so weiter und so fort, für ASCII wäre dann die Modul-Response. Das heißt, das ist die tatsächlich eigentliche Authentifizierung. Und am Ende kommt natürlich nochmal ein Acknowledgement oder ein NUC. Also das kann man hier eigentlich komplett kopieren, weil der Client muss natürlich auch wissen, ob er authentifiziert wurde oder nicht. Ja, und das ist eigentlich auch schon tatsächlich hier die ganze Magie. Hier kann man sich sozusagen einfach auswählen, welches Modul man gerne hätte. Wie gesagt, im Code drin. So, jetzt zur ID. Die ID ist, es gibt natürlich auch noch Success und Failure. Das ist dann hier eben dieses ACK-NUCK, habe ich das jetzt genannt. Das sind auch einfach im Code einzelne Bits für Success und Failure. Und dann fällt hier hinten auch Typ und Daten weg. Also einfach nur bis Länge hier drüben und dann war es das auch schon. Aber so, also bis Länge muss immer dabei sein, auch bei Success und Failure. Aber hier vorne, wie gesagt, im Code einfach 2 Bits setzen oder jeweils 1 Bit setzen für Success bzw. Failure. Genau. Und hier sieht man dann auch Request, beziehungsweise was heißt Request? Die ID ist überall drin, also die muss überall angegeben sein. Die ID ist dazu da, damit der Server nachher weiß, welcher Client hier tatsächlich versucht, sich zu authentifizieren. Das heißt, wenn Alice was schickt und Alice, sagen wir mal, hat eine relativ langsame Leitung und Bob hat eine ultraschnelle Leitung, das heißt, Alice schickt den EAP-Out-Wunsch, der kommt an, dann kommt der Request vom Server zurück an Alice und während Alice noch in der Response ist, macht Bob den kompletten Vorgang hier durch, weil seine Leitung einfach 10.000 Mal schneller ist. Da muss der Server natürlich wissen, hey, hat sich jetzt gerade Bob authentifiziert oder hat sich Alice authentifiziert? Und das ist in der ID drin. Also da ist sozusagen alle Informationen drin. Länge ist dazu da, damit man weiß, wie lang das Paket ist, logischerweise. Und bei Typ und Daten ist einfach nur drin, damit man weiß, welches Modul gerade geladen wird oder was genau jetzt hier gerade drin steht. Also nichts wirklich Magisches sozusagen, sondern einfach nur, was man jetzt hier genau erwarten kann. Und die unterscheiden sich dann natürlich auch je nachdem, welches EAP-Modul ihr hier verwendet. Also die sind wirklich vom Modul abhängig. Ja, und das ist eigentlich auch schon wirklich alles zu EAP, was ich euch erzählen möchte. Es gibt unglaublich viele EAP-Module, wie gesagt. Die möchte ich euch nicht alle vorstellen. Falls ihr da wirklich Interesse habt, würde ich euch eher den Standard empfehlen. Ich glaube, sonst langweile ich alle Leute hier zu Tode. Aber EAP ist wirklich unglaublich weit verbreitet. Deswegen dachte ich, es ist ziemlich wichtig, dass man hier zumindest einen groben Überblick hat. Okay, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!